Da ist der Sheep. Okay. Bah. Was? Hä? Whoops. Ja, aber ihm hat dann... Ja, er hat gute Karten gehabt. Das auf jeden Fall. Trotzdem konnte ich ihn wieder vernichten. Mit meinen Dienern. So, die 12. Ich riech sie schon, die 12. Jetzt Jaina. Oh, wenn Jaina so weit kommt, dann ist meistens... ein übles Deck. Oh, Spellbreaker habe ich sogar. Habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Nehmen wir alle nicht. Will neue, bitte. 4 neue. Der ist schön, schön, schön. Ja, ja, ist okay. Okay, 2 neue. Eine behalten. Plus ein Draw. Das ist seine Karte, die er behalten hat. Ein Argent Squire. Ja, so ein White Walker steht natürlich gegen so einen Arten Squire ganz schön scheiße da. Ja. Wow, er pinkt. Okay. Klappt doch, sehr geil. Frage ist, was mache ich mit dem? Ich nehme das Schild runter. Dieser eine Schaden auf ihn macht überhaupt keinen Unterschied. Noch so ein Ding. Könnte jetzt nochmal reinrennen und hochheilen. I wonder. Irgendwie habe ich da schon Lust drauf. Ich will auch gerne Yeti coin, aber ich mach das. Ja, ich coin Yeti. Yeti sehr stark jetzt auf dem Board. Halte ich lieber meinen Yeti, wenn es sein muss, bevor ich da den Void Walker. Der hat seine Arbeit getan, auf jeden Fall. Kann zurück in seine Hölle gehen. Was weiß ich, wo der herkommt. Wow. Ja, kann man schon mal machen, auf jeden Fall. Yeti steht ja auch erstmal wie ein Fels in der Brandung. Da kam schon der erste gute Zauber, also Feuerball schon mal gehabt, Frostblitz schon mal gehabt. Und das werden mit Sicherheit nicht die letzten Zauber gewesen sein, die er da hat, wenn ein Magier so weit kommt. Also ich muss versuchen. Ja, ich kann beim Magier nicht ins Gesicht gehen, das funktioniert nicht. Ich muss versuchen, immer das Board erstmal clear zu machen. Schade, jetzt geht's nicht mit dem alleine. Ich
Könnt ihr trotzdem da reinrennen, ihn wieder um 2 hochheilen. Dann hätte er noch 3. Ja, wird wieder abgetauscht. Ich könnte reinrennen. Und ihm um 3 hochheilen. Das gefällt mir gut. Ja, ich habe ein bisschen Zweifel in dieser Runde. Magier sind einfach teilweise richtig stark. Selbst wenn sie genervt worden sind, schon die ein oder andere Mal. Pyro zum Beispiel runtergesetzt. Die ganzen Frostzauberwunden. Was heißt runtergesetzt? Wurde genervt. Die ganzen Frostzauber. Also ich könnte mit dem den 2 Attack geben, reinrennen, dann würden alle explodieren. So many possibilities. Könnte ich... Dann hätte der noch... Genau, der verliert 2, dann könnte ich ihn wieder auf 4 hochheilen und den dann rausnehmen. Get in there and fight, Maggot! Ach, der ist ja immer noch im Freeze. Naja, ist nicht so schlimm. Machen wir das Ganze so. Ich muss ihn halt pingen und mit dem Elementar runternehmen. Problem ist, ich habe nicht mehr so viele Karten. Aber ich kann natürlich meine Hero Ability mal wieder benutzen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Dafür ist er ja auch da. Okay, er benutzt es auch. Nimmt beide runter. Oder? Frostblitz vielleicht. Ist auch eine Alternative. Müsste ich schon mit beiden reinrennen. Aber ich glaube, das werde ich machen. Ihn zurückholen. Und zusätzlich noch den Golem spielen. So habe ich auch gut auf dem Board und er hat nichts in dem Fall. Aber noch 4 Handkarten. Hat er mit Sicherheit noch einen Flamestrike. Ich versuche jetzt natürlich zu vermeiden, jetzt großartig Master auszuspielen. Kann ich momentan ja eh nicht, aber... Er wird 99% dich einhaben. Die Sache ist, bei 2 Dienern Flamestrike spielen... Kann man machen. In dem Fall würde er sogar alles runterbekommen. Beziehungsweise er müsste noch einen Mana haben für einen Ping dann. Vielleicht überlegt er sogar, ob er es machen soll. Oder er schiebt. Wenn er jetzt nichts ausspielen. Was macht er? Also ich bin jetzt. Wenn er nichts ausspielt, werde ich auch nichts ausspielen. Da ist der Sheep. Okay. Bah. Was? Hä? Whoops. ich sag mal, krass verfehlt hier. 5, 6, 7. Ja, den will ich nicht spielen. Ups. Ja, ups.
Keine Ahnung, vielleicht war er da gerade irgendwie abgelenkt oder sowas. Ich weiß es nicht, aber was für ein Fail, ganz ehrlich. Jetzt wollte wahrscheinlich Ping. Put this apple on your head. The light protects me. Warum? Warum? Mann! Genauso wie letztes Mal mit den scheiß Knives. Ja, da rein, da rein. Boah, er hat sich das Spiel so versaut, er hat sogar noch einen Gatgezahn gehabt. Ach komm, jetzt habe ich mich selber schon hier ablenken lassen. Ja, passt trotzdem. Oh, der sitzt erstmal. Könnte den natürlich. Also den möchte ich gerne Enrage bringen, ganz klar. Könnte da reinrennen, ins Gesicht, mit dem da reinrennen und dann noch heilen. Allerdings will ich den gern auch runternehmen. So many possibilities. Das heißt, ich könnte mit dem hier rein, mit dem da rein. Ja, der geht das mal weg. Frage ist, wie ich das jetzt mache. Ich könnte den natürlich silencen. Und dann mit dem, den, um den in Enrage zu bringen. Das mache ich jetzt auch einfach. Der brennt. Ist, also, normalerweise haue ich so leichtfertig kein Silence raus. Und also, wie das jetzt wieder Crap war, dass ich jetzt wieder danach getappt habe. Aber ich bin so schon in Siegerlaune, kann man fast sagen. Weil er so einen krassen Fail gemacht hat. Und ich habe gerade noch gedacht, was kann da jetzt passieren? Und jetzt spielt er einen Sea Giant. Spiele ich einfach mal einen Fan Creeper. Ja, ist vorbei. Ah, ja doch. Flamestrike. Naja, mit Flamestrike ließe sich vielleicht noch was regeln. Yes, 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 yes. Krass. Also er hätte sich diesen harten Fail nicht erlaubt, wäre das Ganze nochmal echt spannend geworden, weil er hatte einen Gatgezahn auf der Hand, er hatte einen Feuerball auf der Hand. Also theoretisch hätte er, klar, er wollte Ping, hat den Feuerball gespielt und er hätte dann also den Feuerball hat er gewastet. Das wäre nochmal ein bisschen interessanter geworden, aber so steht's 11-1 und letztes Mal, Leute, für die, die es nicht wissen, hatte ich noch gestreamt, ist mir das Spiel beim 11-1 abgestürzt, wirklich abgestürzt, wegen Blizzard war irgendein Login-Fehler oder was weiß ich. Und dann hatte ich danach automatisch sofort ein 11-2, hab mich so geärgert, weil ein 12-1 hatte ich bis jetzt noch nie gehabt. Das wäre jetzt der neue Rekord für mich, wenn ich das schaffe. Und natürlich richtig geil in der gesamten Aufnahme hier. Ich nehme wirklich jedes Spiel auf, ich lasse da keine aus zwischendrin oder sowas. Jede Spiele, die ihr seht, die habe ich auch hier gespielt. Ich bin mir da auch nicht so schade, mit dem Jäger dann nur diese Parvins zu zeigen. Ganz im Gegenteil, es gehört dazu. Aus Fehlern lernt man da am besten. Aber jetzt geht's um einen neuen Rekord. 12-1.